Herzlich willkommen, die Damen, die Herren, zu einer niegelnagelneuen Folge Ormus Daily, heute in einer fantastischen Bestbesetzung. Es ist ein All-Star-Game sozusagen heute. Michael Krugmann ist da, Florentin Will ist da, Benjamin Koch ist da. Nils Bohmhoff ist da. Ich freue mich sehr mit euch zusammen. Dankeschön. Schöne, geschmeidige Runde. Es wird toll heute Abend, heute Morgen. Wann kommt die Sendung? Abends. Aber es ist auch auf VOD, es ist toll, einfach immer toll. Wir haben ein fantastisches Thema. Wir reden heute über Kleinanzeigen, Flohmärkte, über, sagen wir, den Kapitalismus, den Mikrokapitalismus. Ja. Yes! Ja. Über den reden wir heute. Endlich, schön gesagt. Ja. Das ist ein besserer Titel gewesen eigentlich, Mikrokapitalismus. Ja. Kann man ja noch ändern. Kann man, stimmt, ja. Ja. Flohmärkte sind doch stark gewesen, oder? Da war man doch immer gerne früher. Als Kind. Als Kind. Ich bin tatsächlich heute lieber auf Flohmärkten als Kind. Ja. So als Kind, ey? Drei Fragezeichen und so. Ja, das stimmt. Spielzeug für billig. Ja, aber ich war nicht so oft in der Gelegenheit. Ich bin relativ dörflich dann auch aufgewachsen und da gibt es einfach nicht so viel Flohmärkte. Und, oh, das stimmt. Und ein Nachbarskind auf einer Decke ist für mich kein Flohmarkt. Mein Anwalt sagt, nee. Da müssen wir es definieren, weil das ist für mich Flohmarkt, tatsächlich. Das Nachbarskind ist tot auf der Decke. Tot habe ich nicht gesagt, aber okay. Einmal so mit dem Stock gegenhauen. Verkaufst du noch? Kann ich nicht haben. Aber warst du eher so Käufer oder Verkäufer? Käufer. Ja? Ja, also ich habe noch nie selbst auf dem Flohmarkt verkauft. Ist es mir viel zu anstrengend. Ich hatte mal ein Bild in der Zeitung, in der lokalen Zeitung, der große Scheiß meiner Jugend, wo ich dachte, okay, krass, das wird meine Karriere. Und zwar so Flohmarkt, und da wollte ich meine ganzen Spielsachen verkaufen, Kumpel von mir macht mit. Und dann haben wir halt noch so durchs ganze Haus geguckt, was wir verkaufen können. Teilweise auch einfach Dinge genommen, die einfach nur meinen Eltern gehören. Und einfach so auch Bücher aus dem Regal gezogen, willkürlich. Und die verkauft. Und halt so die Bücher meiner Mutter halt dann so Schinken. Oh, das halt ist so ein geiler Romane. Buchtitel. Die Bücher meiner Mutter. Ja. Das ist ein fantastischer Sparbuch. Und dann hatten wir da halt so unseren Teppich. Einfach ein bisschen Blut war noch drauf, ein bisschen Teppich. Und dann hatten wir da halt so Playmobil-Figuren, einzelne Figuren ohne die Haare. Ja. Weil die mit Haaren, die hat man gespielt, die ohne Haare hat man verkauft, vertickt. Ja. Und dann halt irgendwie so Power Rangers-Figuren und dann halt so Agatha Christie-Romane, halt irgendwie so, die halt überhaupt nicht ins Bild passen. Kann eure Zielgruppe, ja. Ja, genau, also Paulo Coelho oder so Bücher, überhaupt nicht rein. Und dann kam so ein Lokalreporter, meinte so, ja, wir machen ein Foto, ich mache ein Foto von euch, haltet mal irgendwas in die Luft. Und dann habe ich also so eine Power Ranger-Figur und mein Kumpel, halt irgendwie 8 Jahre alt, irgendwie der große Trottel in der Klasse, hat halt so ein Umberto Eco-Roman in der Hand. Und so waren wir dann in der Lokalzeitung. Und ich finde das Bild so lustig. So ein Ereignis bei euch im Dorf gewesen, dass die Lokalzeitung kommt, sobald Kinder aus dem Haus kommen. Ja, wir hatten, seit das Atomkraftwerk abgeschaltet wurde, gab es keine Schlagzeilen mehr in unserer Stadt. Da war dann einfach nur noch tote Hose. Und dann hieß es, und dann mussten die Tentakelkinder halt Sachen verkaufen auf dem Flohmarkt. Wie oft gab es denn einen Flohmarkt bei euch? Einmal im Jahr. Einmal im Jahr? Einmal im Jahr. Und zweimal im Jahr. Ja? Frühjahrskirmes, Herbstkirmes. Ja. Ja. Es wurde kombiniert. Kirmes und Flohmarkt war eins bei uns. Und da musst du dann immer so die Videospiele anhand der Module selbst kaufen. Das war halt dann auch so ein Ding. Ja. So. Aber es ist halt so ein Bär mit einer Knarre. Thema Videospiel. Bei uns war es, glaube ich, ziemlich häufig. Ich glaube, einmal im Monat oder zweimal im Monat. Und das war auch wegen Dorf und so. Die einzige Möglichkeit, um halt fußläufig als Kind irgendwie an Videospiele zu kommen. Deswegen habe ich mich da regelrecht eingenässt, weil ich mich so sehr darauf gefreut habe. Bin um 7 Uhr aufgestanden und direkt da hingelaufen. Zweimal im Monat? Hast du geklaut? Nee, ich glaube, alle 2 Monate oder einmal. Ach so, alle 2 Monate. Oder? Ben, hast du aber schon was mitgehen lassen, oder? Wenn bei den Flohmärkten? Ja. Ja, klar, deswegen war ich so cool. Geld hat immer noch. Hast du deinen eigenen Stadt gemacht? Ich habe auch mal einen eigenen Stadt gemacht. Ich habe auch mal was verkauft auf dem Flohmarkt, und zwar einen Virtual Boy. Weil ich habe mir damals völlig unironisch einen Virtual Boy gekauft, das von Nintendo, dieses gefloppte Ding, wisst ihr, mit 3D, bla bla bla. Und habe das dann ausprobiert und ich fand es natürlich ultra kacke, weil weiß ja jeder, warum der kacke ist. Und habe das dann verscharrt an irgendeinen anderen Bengel, der mir das beim Flohmarkt abgekauft hat. Und er hatte voll das schlechte Gewissen, weil ich ihm gesagt habe, ja, ist geil, 3D, guckst da rein, ist wie anfassen, Virtual Reality und sowas. Oh nein! Und dann habe ich das verkauft für 50 D-Mark oder sowas. Und da hatte ich mega schlechtes Gewissen, aber jetzt ist es eigentlich wieder andersrum, weil das Ding natürlich jetzt wesentlich mehr wert ist mit OVP und bla bla bla. Als diese 50 D-Mark, die ich dem Jungen abgeknöpft habe. Oh nein. Wahrscheinlich hat er... Der ist sich reich gestoßen damit. Er mochte das Teil wirklich, keiner weiß es. Der hat sein Startup dann mit dem Kapital gegründet und ist jetzt mega reich. Ich habe immer nach Simpsons
Hörspielkassetten gesucht. Weil die waren super selten. Das habe ich im Simpsons-Comic-Magazin gelesen, dass sie selten sind. Und eine Kassette war ungefähr so viel wert wie Simpsons-Ausgabe 1. Das sind ungefähr so 130 Euro oder sowas. Wahnsinnig viel Geld. Eine Kassette? Ja, eine Kassette. Simpsons-Comic ist... Nummer 1. Ausgabe Nummer 1. Aber die sind in Deutschland doch... Oder meinst du das amerikanische Comic? Gibt's die erste Ausgabe, ich glaube, ich weiß ja gar nicht, ob die deutsche... Die ist doch nicht so alt. Nein, doch. Die 90er oder nicht? Ja. Aber naja, ich kenne die aktuellen Preise nicht, aber damals war das so der Preis. Und deswegen habe ich immer nach diesen Hörspielkassetten gesucht. Und ich habe tatsächlich eine gefunden. Ich habe ein Treehouse of Horror, habe ich Hörspiel, Simpsons Hörspielkassette, aber ich habe sie noch. Nicht schlecht. Ich habe sie dann nicht weiterverkauft. Ich dachte mir immer so, habe ich? Was hast du bezahlt? Was ist so? Keine 50 Pfennig oder so? Einfach so irgendwie, keine Ahnung, von so einem Nachbarn. Das große Geschäft, Leute. Ja, ja, 200% Gewinn gemacht, glaube ich. Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Aber da war ich sehr stolz, weil da habe ich auch lange, also ich weiß nicht, ob, da gibt es ja bestimmt so ganz viele Flohmarkt-Leute, die nach ganz bestimmten Dingen suchen. Ja. Die genau wissen, so diese eine Lego-Figur, wo irgendwie dann die Frisur, so wo dann da eine Strähne nach links statt nach rechts ist. Weil das sind Sachen, die der normale Konsument nicht checkt. Aber der Experte weiß ganz genau, die mit der Strähne nach rechts ist 1 Cent wert, Strähne nach links ist 200 Euro wert. Ja. Und dann gibt's halt dann so auf diesem Kinderflohmarkt dann wahrscheinlich so irgendwie so ganz viele alte Leute, die halt dann irgendwie dann genauso gucken, so wo die sind die. Ja. Aber das haben die aber so, oh, ich nehme mal die 5 hier und der, ja, die genau. Ist auch für Masse. Ja, ja, ja. Für meinen Enkel, ich habe nicht so viel Rente, was kostet das denn? Ja, 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 genau. Das finde ich sogar noch schäbiger als ich damals. Die Leute, die da irgendwie mit Mitte 30 hingehen und die Kinder abziehen, ey. Und die Spiele abkaufen, so, ja, kriegst du doch nichts mehr für und so, die da halt ihre N64-Spiele auf den Stand legen, so, und dann kommt da so ein alter Grabbler an und gibt denen da 5 Euro für die Spiele. Und ja, labert die da aber voll irgendwann werden die auch mal erwachsen. Ja, das ist doch so, der ewige Kreis. Dann werden sie auch zu Grabblern, einfach, dann wiederholt sich das. Aber was du eben sagst, ist doch eigentlich mit Überraschungseierfiguren früher. Oh ja, das stimmt. Es gab so ja, Bücher, ja. Und wenn du die Kollektion hattest, dann waren sie richtig was wert. Ja. Das war eigentlich das, was ich immer geguckt hatte. Und ich hatte aber auch immer so alte Sachen, aber der Clou ist, dass zum Beispiel gibt es die Schlumpfine mit dem Springseil. Aber die ist nur so viel wert, wenn das Springseil noch dabei ist. Das hat man so weil die leicht abbricht, ja. Oder wie? Naja, oder, ja. Oder ja, generell aus den Händen flutscht oder was. Und ich bin natürlich viel zu chaotisch, um das Springseil behalten zu haben. Ist doch völlig klar. Wer behält schon das Springseil? Ja, also so viel Geld kann man mit solchen Spielsachen verdienen. Wir haben die ja leider nicht mehr, weil wir sie dumm verkauft haben oder schlecht behandelt haben. Deswegen müssen wir ein bisschen Geld durch Werbung verdienen. Gleich sind wir aber zurück und dann geht's hier weiter mit diesem fantastischen Thema. Und wir sitzen noch auf so viel Gold, geschichtlich gesehen. Bis gleich. Hey, da sind wir wieder. Ihr habt nichts verpasst. Wir reden bei Almost Daily heute über Flohmärkte und Kleinsttransaktionen im Allgemeinen. Das ist richtig. Ja, gerade haben wir darüber gesprochen, dass man so Figuren verkaufen kann oder generell so Spielzeuge, die dann total viel wert sind auf einmal. Mhm. Niemand weiß so richtig, warum. Neulich habe ich gesehen, da gibt es so einen Typ, der öffnet bei YouTube so Magic First Editions. Ah. Die sind dann so noch eingeschweißt und so. Die sind total viel wert. Ein Loser. Und er öffnet die so und schneidet die so ganz vorsichtig auf. Und dann ganz hinten sind immer die teuren Karten. Und dann macht er so, okay, das und der dumme Baum und ein Iltis und so. Und die letzte Karte war 30.000 Euro wert. Was? 30.000 Euro. Aber wäre sie mehr wert gewesen, wenn das nicht, wenn die zu gewesen wäre, die Packung? Nee, es gibt wohl bei Magic, ich habe nicht so viel Ahnung, ich habe in den Comments gelesen, es gibt halt diese ersten Editionen und die werden schon mal unausgepackt natürlich gehandelt, die haben massiven Wert. Und wenn du die dann auspackst, hast du entweder eine richtig geile Karte drin, das war, glaube ich, der rote Lotus. Das ist die beste Karte, die es irgendwie gibt in diesem Spiel, weil die mega mächtig ist, die wird gar nicht mehr hergestellt. Schwarze, Black oder Lotus? Schwarze Lotus, ich habe keine Ahnung, irgendein Lotus. Mhm. Schwarzer Lotus. Meinetwegen auch der schwarze Lotus. Du kriegst irgendwie, whatever, 3 Punkte pro Runde oder 2. Ich kenne dieses Spiel nicht mal mehr. Man kriegt halt, ist auch egal! Ich finde das immer schwer bei so Sachen, die, wenn Sachen 30.000 Euro oder Dollar oder was wert sind, die aber, sag ich mal, leichter zu fälschen sind als 30.000 Euro oder Dollar als Note oder sowas, müsstest du nicht mega den krassen, echte 30.000 Dollar-Note. Ja. Warten Sie kurz. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Weil ich weiß, was du meinst. Dann mussten doch die Leute, die halt eigentlich Geld fälschen, sagen, fuck that. Schmeißen Sie die Maschine an. Yu-Gi-Oh, weil da ist einfacher. Ich weiß nicht, ob es eine aktive Fälscherszene gibt. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein. Ich gebe Ihnen 25.000 für diese Karte. Fälschen Sie sie bitte. Schmeiß die Maschine an. Verkauf mich für 30. Fantastisch. Stimmt, ja. Die Frage ist doch, also bei Magic zum Beispiel erfüllt die Karte ja eine Funktion. Also diese Lotus ist deshalb so teuer, weil die etwas kann, was dir zum Sieg verhilft. So. Das heißt, wenn du die fälschst und die Karte behält ihre Funktion, weil die Fälschung nicht zu unterscheiden ist für den Laien,
hat sie da nicht trotzdem auch einen Wert? So wie ein gefälschter Pass, wohingegen jetzt der, was ich, so ein Schlumpf, der gefälscht ist, da steckt ja kein Wert dahinter, außer der Nostalgie sozusagen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, man es nicht tatsächlich verwendet mit diesem Wertspiel. Ja. Aber wärst du 30.000 wert? Bei Magic zu gewinnen? Ja. Also wenn ich mega reich wäre und wenig Selbstwertgefühl hätte und ich würde auf einen fucking Magic-Abend gehen und würde damit jedes Mal mit meiner Lotus gewinnen und hätte am besten irgendwie 4 Loten. Du hast keine Freunde mehr, alle hassen dich. Ja, und oh, da ist er wieder. Da kommt Nils wieder. Oh, wer will heute mit mir spielen? Wieso nicht? Ich meine, nicht der Star der Magic-Szene. Du fettest immer mit diesen schlecht gefälschten Magic-Karten anzukommen. Ja. Ja. Ich habe eine grüne Lotus und eine gelbe Lotus und alle sind ausgedacht. Sehr enttäuschend, das Ganze. Ja. Also richtig merkwürdig, die Druckerfarbe schon nicht mehr. Da ist sie! Schwarze Lotus, ja, die war das. Genau. Siehst du, und da kriegst du dann irgendwie Punkte pro Runde. Und guck mal, die ist ja nicht mal for sale. Das steht da unten sogar. Not for sale. Ja, okay. Ja, ja, ja. Vollkommen schon illegales Ding. Geile Regie ist geil. Ja, genau. Ich habe mir auch mal eine Magic-Karte bestellt. Wir hatten eine ganz kurze Magic-Phase nur bei uns. Und da hat, aber das ist wahrscheinlich schon für die Magic-Freaks schon uncool, weil da hatte man dann so Decks, die hatten mit Karten, die hatten zwei Farben. Die waren rot und weiß und so. Da drehen wahrscheinlich alle die Augen. Ja. Da gab es eine, die fand ich richtig cool. Die hat allen Kreaturen gleich viel Schaden zugefügt, die gleiche Farbe hatten. Und dann gab es einen ellenlangen Streit bei uns, ob jetzt so eine Artefakt-Kreatur, ob die keine Farbe hat oder ob dann alle Artefaktkreaturen den Schaden kriegen. Mhm. Weil da war dann so, macht der Kreatur Schaden und alle, die dieselbe Farbe haben. Und mein Freund behauptet, nee, Artefakt ist keine Farbe, somit geht es nicht. Und da, wir haben wirklich wegen dieses Streits aufgehört, Magic zu spielen. Weil wir nicht an den Punkt gekommen sind, wo wir uns einigen konnten. Weil er hatte sein Artefaktkreaturen-Deck und hat gedacht, das ist der mega gute Konter gegen meine helle Flamme, hieß die. Und dann haben wir einfach aufgehört, weil es da so traurige Geschichte ist. So, Krisensitzung. Und da war wirklich am Schulhof jeden Tag die Diskussion so, nein, Grau ist keine Farbe. Artefakt ist keine Farbe. Ja, aber hast du das mal recherchiert? Mittlerweile? Wie denn? Ja, es gibt am Internet, gibt es auch die Möglichkeit. Ja, aber das war ja 2005. Ja, aber juckt dich das nicht? Ja, war das Stefan oder wer war das? Nee, also ich weiß nicht. Du meinst, ob ich jetzt im Nachhinein noch... Ja. Nee, hab ich nicht. Vielleicht sind Magic-Experten dabei. Ja, mit Sicherheit. Schreibt das mal in die Comments. Dann der Vorschlag. Wisst ihr was? Dann hören wir jetzt einfach auf. Da beenden wir das, was uns Spaß macht. Weil ich wusste genau, wenn ich diese Karte ziehe, denke ich mir, okay, das Spiel ist vorbei. Weil wir hören auf zu spielen und fangen an zu streiten. Und es ist wirklich so. Aber die hatte ich eine und dann habe ich mir eine zweite bestellt aus dem Internet. Wenn man darf jede Karte zweimal haben, habe ich mir die bestellt. Für, glaube ich, so 8 Euro oder so. Schon ein bisschen was. Aber da gab's, da hättest du im Internet auch recherchieren können. Ja, ich weiß nicht, da gab es so englischsprachige Foren vielleicht oder sowas, aber... Da habe ich ja gesagt, da gab es schon Internet. Ja. Ach, da gab es schon Internet, weil ich habe wirklich, weil in meiner Schulzeit gab es kein Internet. Und hab ich, mir auch nicht. Du bist ja auch so jung noch. Wenn du so tief in einem Streit drinsteckst, willst du ja auch nicht, dass eine Klärung drin ist. Weil dann weißt du genau, ich habe jetzt ein halbes Jahr lang für nichts diskutiert und am Ende ist deine helle Flamme, für die du 8 Euro bezahlt hast, ist nichts wert, weil er seine scheiß Artefaktkreaturen hat. Scheiße, irgendwann ist da so ein Streiter, willst du halt auch nicht. Ich habe mich noch nie beim Spielen gestritten, deswegen fällt mir schwer, mich da jetzt so reinzufühlen in deine Situation. Gut gespielt. Aber würdest du denn auf dem Flohmarkt, wenn da Magic-Karten sind, zieht dich das noch an, da mal reinzugucken? Nee, das nicht mehr. Ich finde immer, Tiefe schlägt Breite. Das heißt, ich versuche mich auf wenige Dinge intensiv zu konzentrieren. Und deswegen ist Magic einfach da nicht mehr dabei. Ich habe dann, wenn ich Magic mache, dann denke ich alles in Magic. Dann lese ich mir alles durch, hole mir alle Karten und so. Aber wenn nicht, dann nicht so. Dann irgendwie einfach dann so das nebenbei machen. Ja, jetzt hast du ja auch Age of Empires, ne? Und, dann, und anderem. Wie du hast gerade gesagt. Ich möchte noch einen kurzen Tipp, um zum Thema Flohmarkt zurückzukommen. Und zwar, ich hatte eine Menge Lego, das ich nicht mehr gebraucht habe. Und ich glaube, da hatte ich vielleicht die beste Idee meines Lebens. Die beste Idee meines Lebens. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich hatte oder einer meiner Brüder oder meine Eltern. Dein Freund mit dem Deck. Und zwar wollte ich Lego verkaufen. Ja. Ich hatte aber nur die losen Steine. Mhm. Und dann, das ist ja uncool so. Und dann dachte ich mir, ich baue aus diesen Lego-Steinen halt so Raumschiffe und kleine Flugzeuge und verkaufe die als eigenes Set. Das ist smart. Und hab dann wirklich dann, keine Ahnung, so für 3 Mark so halt irgendwie so ein dummes Boot, das halt bunt war und total schlecht. Und da war halt dann noch irgendwie so ein bisschen, so mit Knete habe ich dann noch so ein bisschen was gemacht, wie es halbwegs aussieht. Aber das hat sich so gut verkauft. Und halt irgendwie mein Nachbarskind irgendwie dann mit seiner Kiste lege und dann so ein Teil, ein Pfennig oder so. Weil die sagen, ach, der Junge hat sich so viel Mühe gemacht und so. Das kann sind auch doch so Merker, die du bekommst, weil auch der macht. Kann auch sein. Aber da weiß man halt als Kind, wie man die Erwachsenen an. Also erstmal irgendwie
Da weiß man das genau dann das so. Das ist eigentlich schäbig andersrum, so wie die mitreißigen Krabbladen. Ja, die krabbeln dich an, dafür kriegst du ihr Geld. Ich hatte es genauso. Tipp ist übrigens auch, verkauf keinen Scheiß. Das, was du schon zu Hause wegschmeißen willst, wird auf dem Flohmarkt auch nicht gekauft werden. Das kann ich nur sagen. Ich habe einmal, im Gegensatz zu dir, habe ich einmal was verkaufen wollen. Habe an einem Sonntag alles zusammengesucht. Ich hatte so eine Decke, da war alles drin. Mit meinem Stock losgezogen. So ähnlich war es wirklich. Ich habe wirklich echt so mir das zusammengebastelt. Da war so ein alter Playmobil-Zirkus drin. War alles kaputt, war da ging nichts mehr. Carrera-Bandteile. Carrera aus China. Fischertechnik, sowas. Aber es ging alles irgendwie nicht mehr. Es war auch nur so fragmentartig irgendwas vorhanden. Ich habe nichts verkauft. Gar nicht. Nee, aber, nein, gar nicht. Es war einfach ein super Scheißtag. Warst du denn auf einem regulären Flohmarkt oder hast du dich einfach irgendwo. Aber das machen Kinder ja. Kinder setzen sich einfach irgendwo hin. Nein, ich habe Süßigkeiten verkauft. Als Kind. Ich habe mir eine Packung Gummibärchen gekauft und habe einzelne Gummibärchen verkauft. Einzelne? Ja, an einem Sonntag, weil wo ich aufgewachsen bin, da gibt es so einen Spazierweg einmal um so einen See. Und da kommen am Sonntag halt ganz viele aus der ganzen Münchner Umgebung und fahren dahin, stellen ihre Autos ab und laufen um den See. Und da habe ich mich halt genau dahin gestellt mit meinem Gummibärchen. Und natürlich will ja keiner Gummibärchen, aber alle sagen, oh, der kleine Junge. Die Kleine. Süß. Ja. Hast du aus den Gummibärchen kleine Sachen gebaut, die du... Das ist ganz leise gesprochen, wahrscheinlich, hier, pass auf. Ja, einen Groten. Und dann war so ein Gummibärchen 5 Pfennig. Echt? Dann, wie viel, ich weiß nicht, ob ich überhaupt Gewinn gemacht habe. Ein Gummibärchen 5 Pfennig, ja. Doch, natürlich hast du Gewinn gemacht. Ja, damit haben wir schon Gewinn. Aber auch doch, so ganz bescheidene Preise, die hätten mehr gezahlt. Ja. Aber ich dachte mir so, ein Gummibärchen 5 Pfennig ist ein guter Preis. Ey, da fällt mir was Freches ein. Bei uns zur Abi-Zeit hatten wir einen Kiosk und im Kiosk konntest du Eukalyptusbonbons kaufen. Und diese Eukalyptusbonbons-Packung, die kennt jeder, die sind da sind super viele drin. MOK oder sowas, genau. Ja. Die gibt es noch schäbiger und größer. Da sind, glaube ich, weiß nicht, 100 Bonbons drin oder so. Oder noch mehr. Und die wurden bei uns für Stück 20 Cent verkauft. Wow. Wirklich frech. Das möchte ich nochmal sagen. Frech. Naja, wirklich frech. Das ist eine Freche. Die Leute haben es gekauft. Da gab es halt sonst nichts. Also das ist passiert. Also so kannst du natürlich auch deine Gummibärchen-Aktion weiterführen. Vor allem wichtig ist halt auch die Erwachsenen ansprechen. Halt. Wenn du dann nur da sitzt, dann irgendwie nicht. Aber so wenn du dann sagst, so hallo, wollen Sie ein Gummibärchen kaufen? Und dabei so kaum ein Erwachsener kriegt es übers Herz und sagt, nein, dann geben die dir 5 Pfennig, werfen ein Gummibärchen weg. Ja. Und es gibt Kinder, denen siehst du schon den Kapitalismus an. Irgendwie. Die sind damit aufgewachsen. Ich war auch noch nicht auf dem Flohmarkt. Bei uns gibt es immer die Altonale. Das ist die ganzen Straßen sind überall ist Flohmarkt, alles ist voll. Das ist mir ganz geil. Wenn ich dann morgens aufwache und ziehe so die Vorhänge weg, dann stehe ich quasi so exakt über diesen Flohmarkt. Mhm. Und das ist total. Aber auch nackt wahrscheinlich. Ja, ja, eben natürlich. Dann dongel ich da so klar. Irgendwie das Preisschild auch dran und so. Ja. Das ist aber echt, ich finde das total, also ich könnte das nicht jeden Tag, aber es ist halt einmal im Jahr für 2-3 Tage und das finde ich mega geil. Mhm. Weil man guckt auf diesen Flohmarkt und kann dieses bunte Treiben beobachten und ich laufe da sehr gerne rüber und kaufe. Und ich war irgendwie mit meinem Sohn da. Und das war total hell und grell und er hat in die Augen gepikst, er wollte irgendwie eine Sonnenbrille, hat so eine Kindersonnenbrille da vergessen und dann hat er gequengelt. Und dann war da so ein Junge, der hat das mitgekriegt. Ah, na, ey, ihr braucht nicht nach Hause gehen, die Sonnenbrille holen. Hier, guck mal hier, wir haben ja auch noch diese Sonnenbrille. Hier, probier doch mal an und so. Und dann habe ich so meinem Sohn die Sonnenbrille so und er wollte sie dann halt unbedingt haben. Oh, nein. Und, aber der Junge, der ist richtig so. Ja. Das ist eh der Trick. Du musst den Leuten das direkt in die Hand geben als Verkäufer. Ja. Deine Gummibärchen, stell dir vor, du hast eine Pinzette gehabt, du hast sie nicht berührt und gibst sie den Leuten. Natürlich habe ich mit meinen Popelhänden. Ja, na klar. Ja. Natürlich hast du es gemacht. Aber stell dir das vor, dann schön sauber und dann gibst du es den Leuten direkt in die Hand. Ja. So, 5 Cent. Ja. So, was machen sie da? Natürlich bezahlen sie. Ja, klar. Weil sie haben es ja angefasst. Ja, genau. Jetzt. Und sie wollen es auch nicht mehr zurückgeben. Das ist ja auch rein psychologischen Trick. Du hast das Buch schon in der Hand, du willst es haben. Ja. So, ich die Brille. Ich finde es interessant mit den Kindern auch dieses ganze Pokémon-Karten tauschen, abzocken oder sowas. Diese ganze, die sind jetzt erwachsen, die sind jetzt die jungen Banker halt so. Mhm. Die früher halt so die abgewichsten Pokémon-Karten, auch Diebe und irgendwie Dealer, die machen jetzt so die Finanzgeschäfte und so. Das sind genau die Kapitalisten, die jetzt am Weg sind. Ja. Und wir waren die damals schon die Pokémon-Karten abgezockt wurden und jetzt Wurde immer abgezockt, ein Freund von mir in der Schule, es ging damals los, als es die ersten Brenner gab. Mhm. Der hat immer PlayStation-Spiele, PlayStation 1 gebrannt. Mhm. Und der hat die dann original irgendwie für 30 Mark vertickt oder so. Der hat eine Gewinnspanne gehabt von 28 Mark. Ich muss genau jetzt den Tisch verlassen. Weil du dazugehörst oder was? Aber das habe ich dir schon mal so halb erzählt, falls du dich erinnerst. Da war irgendwas. Da lass uns nicht drüber reden. Okay, wir reden da nicht drüber. Okay, rede ich über was anderes. Reden wir über das Gegenteil von Flohmarkt, nämlich das Horten von Spielzeug. Ich war neulich bei meinen Eltern
Und da habe ich meinen ganzen Kindheitsscheiß irgendwie natürlich irgendwie in deren Haus da gelassen. Und dann bin ich auf den Dachboden gestiefelt. Und das ist so eine geile Zeitreise. Das muss man wirklich mal machen. Mhm. Ich bin dahin und ich habe halt geguckt, welche Sachen kann ich für meinen Sohn recyceln. Und der ist jetzt in einem Alter, der spielt halt mit Duplo. So, ne? Beziehungsweise, ich animiere ihn da auch zu, weil das ist das Einzige, was mich nicht langweilt, wenn wir zusammen spielen, weil ich dann selber bauen kann. Und dann gehe ich da auf diesen Dachboden hoch und da sind diese ganzen Kisten noch und alles und die komplette Kindheit entfaltet sich vor allem so, ja. Und da finde ich da diese ganzen Kisten Duplo und ich habe das alles runtergeschleppt und dann teilweise so gewaschen und so. Und dann siehst du da so viel, die du gar nicht mehr im Kopf hast. Also Details, teilweise einzelne Teile, die so Klick machen. Ja, du hast eine Kindheit im Allgemeinen und so. Und da hat sich meine komplette Kindheit hat sich so vor mir. Und ich war viel begeisterter als mein Sohn, der vielleicht, der hat so viel Duplo und der kommt nach Hause. Auf einmal sieht er halt, der war dabei irgendwie und sieht halt so einen Riesenberg an Spielzeug. Ich war geflashter als er. Aber es betrifft alles auf dem Dach. Ja. Und ich habe das neulich auch mal gemacht. Und das ist so wie dieses, so ein Geruch triggert irgendwas in deinem Gehirnmäßige. Mhm. Das selbst so, wie du sagst, so Details. So, wir haben so eine Kiste, wo so Lego drin war. Und da waren so Aufkleber drauf und so. Mhm. Die hast du natürlich nicht mehr im Hinterkopf. Und du guckst da drauf und du hast so auf einmal für jeden dieser Aufkleber so einen emotionalen Bezug, so einen eigenen. Ja, das weckt sowas, was halt einfach sonst gestorben wäre, wenn du diesen Trigger, den Hammer hättest. So. Das finde ich mega. Aber die Frage ist, ob man sowas, also habe ich auch bei meinen Eltern, aber meine Eltern ziehen es aus ihrem Haus aus meinem Kinderhaus, wo ich aufgewachsen bin. Und da ist schon die Frage, so nimmt man das dann jetzt in die eigene Wohnung mit oder schmeißt man das weg so? Das ist ja, weil wenn du das jetzt jeden Tag in deinem Wohnzimmer sehen würdest, ist der Zauber auch irgendwann weg so. Ja, das muss schon weggesperrt sein. Ja. Aber ich weiß nicht, soll man sowas aufheben oder nicht? Oder also ich habe es aufgehoben. Ich finde es auch schwierig. Ich habe es aufgehoben, weil es halt auch einen Zweck erfüllt, weil viele von diesen Sachen sind absolut noch in Ordnung. Also aber das ist doch eine Ausrede für sein eigenes Kind, als ob dein Kind Lust hätte, mit den 90er Jahren Power Rangers. Nein, also Lego, Duplo, Playmobil. Okay, das stimmt, ja, okay. Und das ist sehr wertbeständig und ich habe viel von diesem Zeug gehabt, irgendwie, wo ich auch, als ich es gesehen habe, dachte ich so, okay, warte mal, so schlecht war deine Kindheit nicht. Ich habe immer gedacht, ich habe Moment. Aber ich hatte Heine geschlagen, aber Mittwoch war okay. Von diesen Sachen gehabt. So. Nee, aber ich freue mich richtig, dass der das auftragen kann, sozusagen. Aber du musst es gut lagern können. Wir hatten zum Beispiel viel Karrierebahnzeug oder diese McLean-Eisenbahn, das kennt man auch. Und meine Eltern haben auch immer gesagt, ey, das bewahren wir auf, alles cool, unser Keller ist aber feucht, so, all den ganzen Scheiß kannst du wegwerfen. Ja. So, weißt du, du musst es gut lagern können und wenn du es kannst, dann ist es cool. Wenn nicht, dann kannst du es besser auch irgendwie verscherbeln, glaube ich. Aber Lego und Duplo passiert ja nichts. Ja, also. Ja, ich meine, das Plastik arbeitet auch, also es bricht schneller und wirklich, teilweise die Duplo-Steine sind, reicht ja, wenn die ein kleines bisschen verzogen sind, dann musst du schon, dann knarzt das ein bisschen. Also die Farbe verliert sich ein bisschen und so, also die arbeiten auch schon und man sollte die, wenn man die lagert, am besten irgendwie einschweißen oder so. Keine Ahnung, nicht einzeln, aber so. Nach meiner Enttäuschung auf dem Flohmarkt, wo ich da nichts verkauft habe, habe ich es mir dann zur Gewohnheit gemacht, während meiner Schulzeit immer wieder in den Keller zu gehen und Dinge bei eBay zu verkaufen. Das heißt, von dieser ganzen Kindheitserinnerung ist nicht mehr so viel da, muss ich sagen. Aber das hat auch immer gut Geld gebracht. Mhm. Also es war ganz in Ordnung. Aber genau, das ist aber okay. Ich habe mir irgendwann auch mal so zur Angewohnheit gemacht, so in den letzten 5 Jahren, weil ich immer so WG-Zimmer, 13 Quadratmeter und bla und so und ich immer so viel Kram unterm Sofa hatte und so. Und ich irgendwann gesagt habe, okay, ich verkaufe jetzt wirklich alles, was ich nicht mindestens einmal im halben Jahr brauche oder so. Also so ein Minimalismus-Ansatz. Also ich wirklich konsequent, das fängt schon bei einer Bohrmaschine oder sowas an. Also Bohrmaschine ist ein schlechtes Beispiel, Schleifmaschine oder so. Ich denke, die brauche ich vielleicht irgendwann mal, aber dann kaufe ich mir die halt wieder neu bei den Kleinanzeigen, verballer die jetzt lieber, weil dann lebst du nicht in einem 13 Quadratmeter noch auf einem Haufen Kram, den du nie brauchst. So. Ich denke, ey, wenn man schon in einer Großstadt wohnt und du diesen Platzmangel hast und so, hast du wenigstens den Benefit, dass du eigentlich zu jeder Zeit gebraucht an eine Schleifmaschine kommst. So. Also innerhalb von 2 Stunden besorg ich dir eine günstige Schleifmaschine. Wenn ich sage, ey, trenn dich doch von allem und wenn du mal wieder irgendwas brauchst, was du specialig ist, dann kauft das halt wieder neu. So. Ja, finde ich eine sehr gesunde Einstellung. Ich glaube, man hortet also viel zu viel. Gebraucht. Aber auch die schön aus der Kindheit? Das ist die Frage. Nee, ja, das ist halt, das hat in dem Moment dann wieder so einen Wert, ne? Weil einem das so diese warmen Gefühle gibt. So, das meine ich. Also deswegen würde ich sagen, da fällt es mir nämlich schwieriger, das zu sagen, weil du kriegst ja nicht dein Spielzeug von damals, kriegst du ja nicht wieder. Das hat ja so einen emotionalen Wert. Ja, genau. Schöne Schleifgeräte. Ja. Man muss, weißt du, divers Geschäftsidee, es gibt doch diese Storage-Boxen, so, die du so mieten kannst. So. Wir vermieten Storageboxen, aber wir machen das, also branden das als Kindheitserlebnisraum. Das heißt, du kannst deine ganzen Kindheit sagen, kannst du da so aufbauen,
wie es bei dir früher war, irgendwie so. Und wenn es dir mega schlecht geht oder du irgendwie einen Blues hast, kannst du da reingehen, schließt es auf, guckst dir einmal deine Kindheit wieder an, gehst wieder raus. Aber da ist es halt schön gelagert. Für Leute mit einem Fetisch. Kann man dann so filmen, ja? Weißt du, dann können sich verkleiden. Ja, ja, die liegen, was auch immer, wir judgen nicht. Das ist egal. Wir nehmen die Kohle an. Wir nehmen die Kohle. Und wir nennen das Ganze dann, das wird dann so ein bisschen optisch auch so aufgearbeitet, deine Kindheit irgendwie, das muss man ein bisschen inszenieren. Das darf nicht einfach so ein grauer Klotz sein. Kindheit.de. Kindheit24. Ja. Aber der muss dann auch so einen Button auf der Website geben, so alles verkaufen. So, du drückst dann drauf, alles verkaufen und dann kommt halt Trödeltrupp vorbei, räumt dann das Ding aus und verkauft alles. Und das ist schön. Das Geld liegt dann da auf dem nackten Boden. Und dann holst du so einen 4-Euro-Schein. Ja, genau. Und eine DVD mit dem Video. Das finde ich aber sehr gut. Wenn derjenige stirbt oder sonst was, dass man einfach nur diesen einen Knopf hat. Ganzes Gerät. Der räumen. Ich überlege noch, wie man das noch lebhafter machen könnte. Ich habe gerade gedacht, dass dann derjenige, meinetwegen, der diese Parzelle mietet, wo diese Sachen dann gehortet, präsentiert werden, wo man halt hingehen kann, so wie jetzt diese Storage-24-Nummern und so, wo du halt mal eine Stunde oder so dich hinsetzen kannst und deine Kindheit neu erleben kannst, dass man vielleicht auch so per Auftrag die Wände so gestalten kann. Wenn du zum Beispiel in einem Fachwerkhaus groß geworden bist oder so, dass du den Leuten, also uns dann in dem Fall, meinetwegen Bilder gibst und wir gestalten deine Parzelle so in dem Style, wie auch damals dein Elternhaus zum Beispiel war oder so. Und dass du, meinetwegen, wenn du früher so einen Moosgummiboden hattest oder so einen Teppichboden oder so, dann sorgen wir dafür, dass dieser selbe Teppichboden auch wieder in dieser Parzelle stattfindet. Was? Das ist so ein kleines Mini-Elternhaus. Was aber das Allerwichtigste ist, und das hast du vorhin schon angesprochen, ist der Faktor Geruch. In dieser Parzelle sind nicht nur Tapeten oder Monitore, wo Kindheitsvideos laufen, sondern du hast dann auch so einen Bienenkorb, der dann so Geruch ausschreibt. Und dann muss halt so ein. Also, das habe ich einmal in irgendeinem Museum ich davon gelesen. Und zwar gab es da so ein Museum zum Ersten Weltkrieg. Und dann hat irgend so ein Geruchsforscher, Kosmetiker, Parfümtyp oder sowas, der hat dann zusammengestellt, wie ein Schlachtfeld im Ersten Weltkrieg gerochen hat. Und er hat dann alle Elemente, so totes Pferd, verwesender Mensch, Erde, Rauch und so, hat dann das alles so zusammengefummelt und hatte dann so eine Kammer in diesem Museum, wo man reingehen konnte und hat man diesen Geruch gehabt. So, und also nachempfunden. Und so einen müsste dann auch geben, der dann genau in dein Haus geht und dann riecht und der kennt sich ja aus mit Parfüm und Gerüchen und Aromen und der weiß dann, okay, da ist halt so ein bisschen Pferd, Moschus, bisschen Leder und der kann das dann genau aus seinem großen Kasten mit ganz vielen Gerüchen dann zusammen machen und dann kannst du das auch so riechen. Das ist aber ein Upgrade, ne? Finde ich super. Ja, das ist sehr, 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 das ist sehr teuer. Ja, also, muss der Typ halt an mir vorbeikommen. Oder ich frage mich auch, warum es noch keine Geruchsfotografie gibt. Ist es wirklich so schwer? Also ich meine, Geruch, das ist ja nichts Magisches. Das sind glaube, ja einfach so Partikel in der Luft. Also, das muss man doch hinkriegen. Wilde Vermutung wäre aber, dass, glaube ich, dass du ihn aufnehmen kannst, ist vielleicht easy, dass du halt diese chemikalische Zusammensetzung des Geruches oder der Luft irgendwie erfassen kannst. Aber ich glaube, das zu reproduzieren, stelle ich mir schwierig vor. Also nur in Gedanken, ich habe darüber nichts gelesen. Aber was ich mir das auch schon mal gefragt und ich dachte, okay, wenn wirklich alles immer da sein müsste, dann müsstest du ja quasi die komplette Bandbreite an chemikalischen Elementen und an den Grundbausteinen für Geruch müsstest du immer da haben. Und dann müsste das wieder zusammengemischt werden. Du meinst mit Geruchsfotografie nicht Bilder, die riechen, sondern dass man quasi der Geruch, der jetzt gerade vorherrscht, dass man den sozusagen fotografiert, in dem Sinn, dass man die chemischen Zusammensetzungen hat. Und dann drückst du auf den Bienenkorb und dann sagt der Katsching und dann ist es gespeichert. Und dann kannst du rekonstruieren. Und dann gehst du halt in deiner Kindheit in jeden Raum, einmal in den Keller, in einen Raum, machst da einmal so ein Ding. Und dann hast du dann in deiner Box, in der Kindheit 24, hast du dann so ein Pad und dann drückst du auf Badezimmer, Keller oder das plötzlich riecht es alles genauso wieder. Das ist ja ultra fett. Ey, theoretisch muss es gehen. Das ist bestimmt so für Alzheimer-Patienten und so. Mega geil. Also meine ich gar nicht zynisch. Wieder. Aber wenn du den, die leben in der Vergangenheit, die Leute, und wenn du den das was rekonstruierst. Und das ist sowieso, dass die das auch wieder triggert. Ich habe neulich witzigerweise mit einem Kollegen geredet, der so Musiktherapie macht und sowas. Und da ist auch ganz viele Leute, die dement sind und sowas, dass du halt mit Musik aus, wenn die meinetwegen mit 30ern eine Kindheit hat oder so, dass man denen verschiedene Sachen vorspielt aus den 30ern und dass die plötzlich wieder aus dieser Lethargie rauskommen, aus dieser dementen Lethargie, Hitler. Weil sie halt. Ja, genau. Dann kommt das auch gedacht. Dann so, alles ist stark. Ja, aber derselbe Effekt wäre es ja vielleicht. Also. Ja, stimmt, die Musik ist das Paket ist richtig. Ja. Das glaube ich auch. Mit allen Sinnen erleben. Blue. Ja, die 65. Das Leben ist stark, Leute. Rednecks. Ja, das stimmt. Ach, diese Box. Aber ist euch das nicht auch immer dann schwergefallen, Sachen zu verkaufen, die man emotionalisiert hat? Ich habe immer als Kind sehr stark Dinge emotionalisiert, also in dem Sinne, dass Kuscheltiere hatten halt eine Persönlichkeit. Also ich habe nicht einfach nur sondern das war halt jemand.
Und so, und wenn, ich hätte es nie übers Herz gebracht, den so zu verticken. Nee, Kuscheltier auch. Ja. Die Kuscheltier habe ich auch nicht gemacht. Die haben ja auch wenig Wert dann eigentlich eher so dann für so weiterverkaufen. Da ist dann eher so, so wie die Spiele. Ich habe einmal auf einmal auf eBay habe ich Crash Bandicoot als Game Boy Advance-Spiel verkauft. Okay. Einzige, was ich jemals gemacht habe. Und das hat auch funktioniert. Und später habe ich dann nochmal alle Simpsons-Comics verkauft. Und dann, das hat funktioniert. Aber sonst habe ich nie was auf eBay verkauft. eBay habe ich viel gemacht. Ich habe auch unfassbar viel gemacht. Ich glaube, ich habe mittlerweile irgendwie schon 1000 Bewertungen oder so. Ich habe richtig viel da verkauft. Es hat doch eigentlich immer Spaß gemacht. Bin in meinen Keller gegangen, habe gedacht, was haben wir noch Schönes? Also eigentlich, was du auch gemacht hast, du hast random Dinge genommen, hast sie auf dem Flohmarkt verscherbelt. Eigentlich sehe ich mich da auch in dieser Rolle, nur ich habe es über eBay gemacht und fand es irgendwie gut. Ich finde es so erstaunlich, dass es anscheinend so viele Käufer gibt, dass du den größten Scheiß, also wirklich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgend so ein Krug, so ein Krug einfach. Und dann gibt es genug Leute, die jeden Tag nach Krug googeln, um halt so einen alten, also meine Mutter sammelt so Oktoberfestkrüge. Geht bis so, da hast du die Käufer schon. Geht bis in die 70er zurück oder irgendwie sowas. Also da gibt es ja jedes Jahr so einen Oktoberfestkrug, so den offiziellen Krug. Und aber dann die Vorstellung, dass es genug Leute gibt, dass sie innerhalb von... Ey, du kannst also wie lange dauert es, bis da das erste Gebot kommt? Ja, kommt auf das Produkt an, aber es geht eigentlich ziemlich flott. Ja, genau. Ich habe mal Caps verkauft. Kennst du noch Caps? Du hast von Karten eben erzählt. Es gab doch mal so einen Trend, dazu so runde Plastikscheiben. Also Porks. Es gab Porks und Caps. Das war eigentlich alles gleiche Schrott, glaube ich. Alter, und da hattest du so einen Slammer, das war so ein Metallstück oder so ein Plastikstück. Das hast du auf diese runden Scheiben gehauen. Da mussten die sich umdrehen. Und wenn die sich umgedreht haben, also wir haben beispielsweise, du gibst deine Karten hier rein, also deine runden Scheiben, und ich gebe meine Karten hier rein, die liegen übereinander. Beispielsweise, hier liegen vier. Da hätte ich jetzt meinen Slammer, müsste auf den Rand hauen. Und wenn sie sich dann umdrehen, dann wären es automatisch meine. Alle vier wären dann meine gewesen. Exakt. Wenn ich es nicht schaffe, was sehr wahrscheinlich ist, dann bist du dran. Kannst mit deinem Slammer da auf die Ecke hauen. Wer darf zuerst hauen? Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Gab's hatte sogar die Pork-Turniermatte dafür. Ich war da richtig im Game. Hast du vielleicht meinen Shit gekauft? Das ist unmöglich. Ich habe das mal echt für 50 Euro verkauft. Irgendwie so, weiß ich. Ja, 200 von den Scheiben und dann irgendwie fünf Super Slammer. Super Slammer. Ja, die Slammer waren immer das Geilste. Die waren so auch so. Das ist wie Ninja-Sterne, Mann. Die waren super. Messing, wie so eine riesen Münze, müsst ihr euch vorstellen, falls ihr es nicht kennt. Das ist wie so ein dicker Heiermann, so ein 5-Euro-Stück und so mit so geilen Emblemen und Symbolen drauf. Ja, Mann, das war richtig stark. Shit. Das war die Stufe nach den Murmeln. Ja, das stimmt so, ja. Genau. Weil Murmeln war auch Hammer. Wenn wir darüber reden, dicke, so fette Murmeln haben wir. Ja, Murmeln, ich hatte noch viele Murmeln. Ja. Ich glaube, das ist echt nicht mehr meine Zeit, aber ja, du, ich hatte jetzt noch Karten erzählt, so cool waren wir damals nicht, ey. Wir hatten Murmeln, das war geil. So Schnippen oder sowas. Ne? Nee, also es gab verschiedene Spiele mit Murmeln. Also, du konntest zum Beispiel eine Wand nehmen und wer am nächsten an die Wand kommt oder so, oder so ein bisschen nicht berühren. Boccia auch. Nicht berühren die Wand. Nee, nicht berühren. Du kannst wie Boccia spielen, gab glaube ich, verschiedene Variationen, wie man spielen konnte. Ja, das war's, genau. Ja. Und dann konntest du ja auch theoretisch verlieren. Ich habe nie kompetitiv Murmeln gespielt. Ich hatte keine Lust, meine Murmeln zu verlieren. Ich ertrage das nicht, wenn zu denen hatte ich eine Binde. Glas an Glas reibt. Wenn man sich vorstellt, so ein Beutel Murmeln, wo die... das ist geil. Das finde ich ganz unangenehm. Also, das ist eine Größe. Da wäre ich nicht mitgekommen. Da wäre ich zu Hause geblieben. Aber jetzt? So schlimm? Ja. Aber wenn du die Murmeln einzeln verpackst, was dann? Einschweißen wieder. In so kleines Ledersäckchen. Ja, wie so Yu-Gi-Oh!-Karten. Das ist so ein Murmelgürtel. Hier ist eine Competition, Leute. Nie nehme ich. Das ist mega lustig. Einzeln mega Sack voll mit ganz vielen kleinen Säcken und für jede Murmelgröße einen eigenen Sack angefertigt. Weil das ist eine Filmfigur, weil du, ich finde das super. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Der ist der beste Murmelspieler der Welt, aber er hat so eine Glas-an-Glas-Phobie. Ja. Und verliert das große Turnier, weil dann im entscheidenden Moment so zittert. So, ja. Das ist richtig stark. Guck mal, wir haben schon zwei Filmideen heute erarbeitet. Der Glasmurmelmann. Der krasse und natürlich Mord im Kindheit 24. Ja. Oder dein Teddybär dich dann ersticht. Und dann so. Ja, weil du ihn früher auch erstochen hast. Hintenrum, damit man ihn bumsen kann. Ich wollte es gerade erzählen. Ich war bei einem Freund von mir zu Besuch und der hatte auch so einen Teddybär mit Loch im Schritt und der dann so. Ja. Drei Jahre zu jung dafür, Hilfe. Nein! Der hat dir sein Teddy angeboten, der ist eine Bitch. Ich glaube nicht, dass er ihn mir angeboten hat. Der hat mich darauf hingewiesen, dass er das praktiziert. Teddy macht für einen Zehner. Oh Gott! Hier, wirklich, gib mir 10 Euro, du darfst mal. Oh Gott. Ich muss kurz mich sammeln. Deine Teddys zwangsprostituieren, ey. Da bist du ganz tief angekommen. Ja, vor allem, der sitzt ja dann auch den Rest der Woche in deinem Zimmer und guck dich an und du so... Ja.
Sorry, das ja, ist diese das Augen Leben. Werden immer hohler. Auch man, ja. man bildet sich das ja nur ein. Ja, ja. Sieht wird das Leben schwerer bei irgendwann. Oh Gott, wir müssen ein bisschen Werbung machen, bitte. An dieser Stelle, das machen wir jetzt auch. Wir sehen uns gleich wieder. So, Masturbation. Stell dir vor, du kaufst auf dem Flohmarkt dann so einen Teddybär und denkst dir, der ist ja ganz schön schwer. Der ist ganz schön klumpig. Ja. Was ist denn die mal mit nach Hause? Ja. Oh. Der ist irgendwie fest und. Oh, das ist ein, das mit Schlitz. Das wäre auch so eine geile Frage auf dem Flohmarkt bei den Grüßen. Mit was ist der gefüllt? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Almost Daddy, falls ihr gerade erst einschaltet. Wir reden über Flohmarktgeschichten und Kindheit und was man so alles assoziiert damit. Gerade haben wir ein Themengebiet betreten, was wir auch schnell wieder verlassen sehr wollen. Sehr gerne, bitte. Es geht um. Es war nicht so leicht früher, bei eBay was zu verkaufen, wollte ich nochmal sagen. Früher? Wenn man wenn man 14 war, musste man irgendwie nachweisen, dass man 18 ist für eBay. Ja. Ja, das war nicht so leicht. Aber bist du dann auch so jemand, der dann so gegen sich selbst bietet, dann mit so 3 Fake-Accounts um den Preis hochzuschieben? Ich bitte Sie, selbstverständlich. Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Ja? Sonst hätte ich ja auch auf den Flohmarkt gehen können. Ja, klar. aber hattest du auch schon mal, dass du dann selbst dein Zeug gekauft selbstverständlich. hast? Selbstverständlich. Dann bist du nämlich der Gelackmeier, also, wenn du eBay hallo, Herr Krogmann. Ja, hier. Ja, danke, ich gebe mir eine gute Bewertung, ja. was nicht geht. Das musst du dann alles noch abfangen. Doch, natürlich. Du brauchst ja nicht nur den Account zu verkaufen, du brauchst auch den Gegen-Account. Ja, du brauchst noch Louis González, ja, nee, der gut, halt dann aus Mexiko ein bisschen hochbietet. Gut, wenn du ältere Geschwister hast, tatsächlich. Ah, also, ne, Thomas und Tanja waren immer dabei. Ja, muss man auch mal dazu sagen, ich glaube, das wissen auch nicht alle, dass eBay früher echt was anderes war. eBay war nämlich früher nicht dieser große Amazon-Konkurrent, wo einfach Großhändler sind und so. Mhm. eBay war wirklich Privatpersonen, Auktionen und so. Und da gab es dieses Ganze, dass es eigentlich wie Amazon ist, war damals noch gar nicht so. Weil da gab es nur Privatleute und nur Auktionen. Eigentlich so wie eBay Kleinanzeigen jetzt, nur mit einem Auktionssystem eigentlich. Ja, genau so war's. Genau. Ich weiß noch, als das rauskam oder als ich das erste Mal davon gehört habe, dass das voll der Lifehack war. Weil ich dachte, Alter, wo bekomme ich denn sonst Dreamcast-Spiele für 8 Euro oder so? Mhm. Das ist so, holy Moses. Ja, die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen. Mit diesem Überbieten, das war ja ein krasses Mindgame, weil du dachtest immer, gut, ich will 25 Mark ausgeben, Euro sind wir da, glaube ich, schon. Aber dann biete ich ja 25 Euro und 1 Cent. Damit, wenn der andere 25 Euro meint, dann bin ich Beträge auf jeden Fall. Aber jetzt denke ich mir, na Moment mal, auf die Idee kommen ja auch andere und setzen auch 25 Euro 1 Cent. Also setze ich 25 Euro 2 Cent. Mhm. Dann denkst du mir, na, aber wenn der andere auch klug ist und so komm, 100 legst du die ganze Euro. Nacht im Bett und denkst mir, ich hätte 25,20. Ja. Weil du dann immer so 1 Cent, weil das sind Mindgame gegen Leute, die gar nicht existieren, die wahrscheinlich deine Schwester sind am Ende. Und das war immer so, da saß ich vom Rechner und dachte mir, wie kann man das knacken? Naja, das ist so, das ist ja auch so irgendwann gewesen, dass die ganzen Profis, die das halt richtig machen, echt bis auf die allerletzte Sekunde gewartet haben und auch schon wussten, okay, ich brauche zum Refreshen, bla bla bla, brauche ich 7 Sekunden. Deswegen, wenn da noch 9 Sekunden steht, dann leite ich das ein und biete da und Sniper auf die letzten Sekunden. Aber das ist ja gefährlich, weil du ja nicht weißt, was der andere... Also wenn du das jetzt unbedingt haben willst, dann bietest du in letzter Sekunde einfach 1000 Euro für so ein Dreamcast-Spiel. Aber dann der andere hat genau die gleiche Idee und bietet 900 Euro. Ja, und dann stehst du da und musst plötzlich 900 Euro. Das ist bestimmt schon häufig vorgekommen. Ich glaube auch. Gerade damals, denk mal an die Modem-Verbindung, ISDN und so. Ist nicht so smooth gewesen wie jetzt. Da hast du richtig Panik gehabt beim Refreshen. So. Ja, wirklich. Da hast du richtig. Und wenn du es dann gekriegt hast, ich weiß noch genau, da saß ich davor. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, irgendwie ein Crashbecken war es für mein Schlagzeug damals. Ich hatte auch keine Kohle. Ich war richtig schweißgebadet. Ich hab's bekommen. Es war richtig geil. Es war richtig so, ja, ich hab die Weltmeisterschaft gewonnen. Ganz alleine. Ich glaube, der eBay hätte auch funktioniert vorm Internet. Also, wenn man einen Katalog geschickt hätte mit Sachen und die Leute hätten ein schriftliches per Post, ja. Hätten sie einen Monat Zeit gehabt, ein Gebot abzugeben. Das ist witzig. Aber nur eins. Aber nur eins, bestimmt. Gas bestimmt. Das ist ja stark. Glaube ich schon. Aber wenn irgendwann mal das Internet kaputt geht und die Welt sich zurückbombt irgendwie in die Zeit vor dem Internet, dann könnte man damit noch reich werden. Schreib das auf. Wir sollten das jetzt in so eine Bleikapsel und werf die ins Meer. Ja. Wenn die Zivilisation untergeht, dann fällt sie so in so ein 8000 ist gleich im Bass. Ja. Egal. Ja. Aber war jemand schon mal auf einer echten Auktion? Auf einer Analog-Auktion? Nee. Nicht. Ich glaube, ich war schon mal da. Ich habe eine dunkle Erinnerung. Ich erinnere mich nur daran, dass ich Angst hatte, weil ich habe immer in den Mickey Mouse Comics gibt es immer diese Situation, dass Donald ist bei einer Auktion und dann kommt da eine Fliege. Weg! Der Herr dort hinten, 18.000 Taler. Aber was? Und dann musste er zu Dagobert gehen und die Schulden abarbeiten. Ja. Und hat dann irgendeinen Bronze-Elefant in Lebensgröße. Und dann kriegst du einen Teddy. Ich saß dann da und ich erinnere mich nicht mehr so wirklich genau, aber ich erinnere mich daran, dass ich
wirklich sehr, sehr doll drauf geachtet habe, nicht aus Versehen die Hand zu Oh, meine Stirn, Junge! Aber Auktion klingt auch immer so. Man kennt das irgendwie aus den drei Fragezeichen sind gefühlt in jeder Folge bei einer Auktion. Ja, stimmt. Onkel Tito hat einen alten Schwan. Ich dachte als Kind auch, dass ich als Erwachsener wesentlich häufiger Das hatte ich auch. Wo sind die ganzen Auktionen? Wo sind die alle? Ach, das war schon cool. Damals, als wir alle nicht da waren bei Auktion. Ja, aber man will ja eigentlich auch immer irgendwas Wertvolles. Das ist bei Auktion ja auch, ne? Man hofft dann ja, dass das irgendwie durch die Decke geht. Es gibt ja auch diese ganzen Trödelmarkt-Sendungen und so weiter. Ja, ja. Die, also es gibt da auf jeden Fall schon eine Kultur. Und es ist auch auf Flohmärkten, sich bei der Altonale immer, es gibt ja wirklich so unfassbare Veteranen, ne? Die auch logistisch so unfassbar durchgetaktet sind, soldatisch richtig den Auf- und Abbau und alles schon und wirklich das beruflich machen. Absolut. Mit denen kann man auch nicht so gut handeln. Hm. Nee, die sind. Dann macht es auch keinen Spaß. Das sind nämlich die Typen, die auch bei eBay eBay kaputt gemacht haben. Weil also das eigentliche, am Flohmarkt ist ja auch so ein bisschen das Handeln, dass man sich so voll smart vorkommt. Na, was willst du denn dafür haben? 5 Euro? Okay, pass auf, ich geb dir 3. Okay, 4, okay, alles klar. So, und dann denkt man so, ja, nice, ich bin mega geil. Das ist ganz geil bei eBay, das ist ja echt untergegangen, muss man ja sagen. Also ist ja geworden zum zweiten Amazon oder so. Und da gab es mal so eine Geschichte, wo der alte eBay, der das Logo gemacht hat von eBay, das waren ja damals noch diese Buchstaben, die sich so überlappen und so. Wisst ihr das noch so? Also bunte Buchstaben sich überlappen so und so. Was so für Leute kommen zusammen, handeln miteinander und überschneiden sich, Vielfältigkeit und sowas, Stand und sowas. Und dann wurde das Logo irgendwann mit diesen ganzen Powersellern in so ein generisches EBA, das war einfach nur so eine kleine Schrift umgewandelt. Da und so. Der Grafiker. Genau, und da hat der ursprüngliche Designer von diesem Logo sich aufgeregt, weil er meinte, ja, aber es passt perfekt. So, also die Buchstaben berühren sich nicht mehr, hier ist einfach, hier sind keine Menschen mehr. Also es gibt keine Menschlichkeit mehr auf diesem, na, weiß ich nicht, was ja schon fast ein Netzwerk ist, weil ich meine, man, so viel sozial, wie man da klärt, wo man halt immer noch früher, wenn ich jetzt irgendwie eine Lampe hätte kaufen wollen, eine Tiffany-Lampe oder so, ist so halt, weißt du, ey, von wann ist das Glas, sind da Kratzer drauf, schick nochmal Fotos und so. Und berührt sich das Glas. Ja, ja. Ey, das möchte ich nochmal sagen. Ich habe das Gefühl, ich auch. Die Menschlichkeit fehlt wirklich. Ich habe da nie Leute beschissen. Ich habe immer den Preis nach oben getrieben, aber was ich geschrieben habe, so was ich verkauft habe, hat immer funktioniert oder stand klar, es ist kaputt oder was auch immer, so für Sammler, irgendwie ein Tonbandgerät oder so, das kannst du ja trotzdem noch irgendwie dir hinstellen, wenn du Bock drauf hast. Aber ich habe irgendwie nie Leute in das Licht geführt. Und das fand ich auch immer wichtig. Jetzt habe ich im letzten Jahr was verkauft, auch Audiotechnik. Es war im Dezember. Jetzt habe ich im Mai, also es ging irgendwie in die Niederlande, jetzt habe ich im Mai von dem Herrn über PayPal eine Beschwerde bekommen, dass er die Sachen nicht bekommen hätte. Und ich habe meinen Nachweis nur einen Monat lang aufbewahrt, weil ich dachte, das ist zugestellt, alles ist cool, ich habe das Geld bekommen und habe es halt verschickt und nach einem Monat habe ich dann einfach weggeschmissen. Habe ich aber im Mai, kurz vor Ablauf der 6-monatigen Frist, die ich bis dahin nicht kannte, habe ich von PayPal eine Nachricht bekommen, ey Alter, der Mann beschwert sich, er hat seine Sachen nicht bekommen. Und dann war ich halt in der Nachweisschuld und hatte wirklich 6 Monate später, war ich noch in der Bringschuld dieses Nachweises, ansonsten würde das ganze Geld, was ich da bekommen habe, müsste ich zurückgeben, weil er hat die Sachen nicht bekommen. Also richtig frech. Es gibt da so viele Schlupflöcher noch, auch mit PayPal, da wo man echt aufpassen muss. Wie ging es aus? Es ging dann so aus, dass ich das nachweisen musste, was ich nicht konnte. Und da habe ich da auch mit der Hotline recht lange telefoniert. Also mit den netten, die waren wirklich netter, muss ich sagen. Und sagt, nee, Herr Krogmann, können wir nichts machen. Das sind aber so die AGBs. Mit der PayPal-Hotline, genau. Das ist ein PayPal-Ding. Hat eBay eigentlich nichts mehr zu tun. Okay. Der Verkauf lief über PayPal. Und da gab es dieses Schlupfloch tatsächlich. Gott sei Dank und warum auch immer, weil ich konnte bei DHL nichts mehr rausfinden. Ich habe das weggeschmissen und dann sagten, ja, das ist dein Problem, so, wir können das nicht tracken, ist vorbei. Warum auch immer, habe ich dann Glück gehabt und PayPal hat gesagt, ja, wir haben zu ihren Gunsten entschieden. Aber rein von den AGBs wäre es nicht, nötig gewesen. Aber das ist, der stinkt ja auch zum Himmel, wenn jemand offensichtlich bis zum letzten Tag wartet und genau darauf spekuliert, dass derjenige nicht ein halbes Jahr den Nachweis also ich hätte den auch nicht ein halbes Jahr aufbewahrt. Das hat mich so genervt, dass ich es sogar öffentlich gemacht habe. Ich habe auch hier irgendwie Insta gesagt, Leute, könnt ihr mir helfen? Ich muss das irgendwie tracken, wäre es bei DHL oder so, weil ich hatte das so angepisst. Es ging auch irgendwie um 800 Euro. Es waren Lautsprecher und wie Audiotechnik, kommst du schnell auf den Wert. Und das war irgendwie frech. Und klar, du kannst mal krank sein, du kannst auch mal im Krankenhaus sein, aber nicht 6 Monate. So, nicht, und dann dich fragen, wo ist mein Shit? Also, wenn ihr Geld machen wollt, das geht anscheinend noch immer bei PayPal ganz gut. Ja, aber es gibt immer Probleme. Ich habe damals zum Beispiel auch von meinem Geburtstagsgeld mir eine PlayStation 2 auf eBay schießen wollen. Das Geld natürlich auch überwiesen, da gab es ja noch gar kein PayPal oder so, aber die PlayStation habe ich nie gesehen. Und dann kriegst du auch natürlich keinen Cent wieder, auch keinen Käuferschutz. Ja, das ist scheiße, Mann. Aber gab's halt auch alles nicht. Und dann bist du da, komplett verheult mit deinen 14 Jahren und hast dein komplettes Geburtstagsgeld jemand anders geschenkt.
Scheiße. Ja, das ist echt schäbig. Das ist frech. Ja. Und dann vielleicht doch lieber Flohmarkt. Ja. Hast du alles in der Hand? Ja, da, auf jeden Fall. Da hast du es in der Hand. Da siehst du den Menschen. Voll. Sowieso, also ich meine, in einer Großstadt würde ich nie auf die Idee kommen, irgendwas so zu bestellen, also über eBay oder so, wenn du halt Kleinanzeigen einfach hinfahren kannst oder so und dir das angucken kannst, abholen kannst und dann bar bezahlen. Also. Konzerttickets kann man sehr gut über Kleinanzeigen machen. Auf jeden Fall. Was suchst du jetzt noch auf dem Flohmarkt? Du hast eben gesagt, für dein Kind, aber für dich privat guckst du auch mal? Eher selten. Irgendwie höchstens mal so ausgefallene Möbelstück. Designer-Elfenbein. Designer-Schuhe. Nee, irgendwas, schöne Stilettos. Wir leben ja irgendwie alle in so einem IKEA-Zeitalter und und es ist so verlockend, und einfach alles bei IKEA zu kaufen, weil die einfach alles haben und es billig ist und IKEA auch noch um die Ecke ist und so weiter. Möbel und dann irgendwann denkt man sich so, ey, weißt du was, wenn ich jetzt diese alte Badewanne aus dem 18. Jahrhundert mir einfach unter das Fenster stelle und dann kommt jemand zu Besuch und dann habe ich da so ein ganz ausgefallenes Stück drin, dann bin ich direkt ein cooler Typ irgendwie. Danke für die Antwort. Ja, danke für die Antwort. Ich finde es einfach geil, zu gucken, was da so rumsteht und das ist was auch es geil. So gibt. Beruhigt und dann, ja dann sieht man oft eben Sachen aus der Kindheit und denkt so, ja, das hatte ich auch, wie geil oder so. Aber zuletzt, dass ich für mich wirklich, ich habe mal eine Zeit lang ganz viel Bilderrahmen und so alte Bilder so gekauft, weil ich mal damals so eine Wand hatte, die ich komplett mit Bilderrahmen zugebaut habe. Also nur Bilderrahmen? Nee, das sind Bilder von fremden Familien. Nee, also mir ging es primär um den Rahmen und oft sind da auch Bilder drin gewesen oder irgendwelche Landschaftsbilder oder whatever. Aber mir ging es um eine bestimmte Rahmenart, die ich dann noch neu befüllen wollte. Und dann war der Plan, die komplette Wand komplett zuzumachen mit einem ähnlichen. Deswegen habe ich immer ganz viel Bilderrahmen gekauft. Weil dann wenn du so ein Picasso drin und du dann, fuck, aktuell findest du ein Bild einfach. Nur dann Schallplatten. Aber das war interessant, weil wenn du dich auf eine Sache spezialisierst, dann lernst du halt auch einen Blick zu bekommen. Ja, ne? Das stimmt. Weil du beim ersten Mal zahlst du das, was die sagen so ungefähr und handelst ein bisschen, denkst du, okay. Und beim zweiten Mal kannst du schon einschätzen, okay, wurde ich beim letzten Mal beschissen oder habe ich ein Schnäppchen gemacht und so. Und so häufst du dein Wissen an. Du willst auch so eine Expertise, wo du Bilderrahmen sagst, weil ich das aktuell oder von einem Jahr oder was auch noch gemacht habe, dass du irgendwann mal diesen alten Bilderrahmen, diese ganzen verschiedenen Mechanismen erstmal kennenlernst und sowas. Wo du es umdrehst und sagst, ach, so einer, keine Ahnung, Faltmechanismus. Ja. Also, weil es gibt tausend verschiedene Arten und Weisen, so einen Bilderrahmen hinten zu verschließen, wo das Bild halt reinkommt. Und das lernt man dann irgendwie. Ja. Und das geht bestimmt bei allen anderen Sachen und Gebieten genauso. Ja. Wenn man ein bisschen sich reinfuchst, dann hat man irgendwann mehr Ahnung als andere. Es gibt ja auch spezielle Flohmärkte. Es gibt zum Beispiel bei uns in der Nähe von Ossenburg, bei Ippenbüren gibt es den Musikerflohmarkt. Das ist geil. Da kannst du hingehen, da weißt du genau, es gibt Musikinstrumente, Effektgeräte, Gitarren, paar Drums und so. Und das ist total spezialisiert und da kannst du gut hingehen. Aber so ein normaler Flohmarkt, da ist halt auch so viel Ramsch dabei. Da kann ich mich, also ich gehe da gerne rüber, so wie du auch, aber irgendwann ist für mich auch gut. Aber wenn du wirklich sagst, du willst was kaufen, dann finde ich diese speziellen Flohmärkte richtig stark. Ich habe in Wien auf dem Naschmarkt, da gibt es ja auch. Naschmarkt? Naschmarkt, ja, da kann man ganz viele Süßigkeiten kaufen. Gebraucht aber auch. Gebrauchte Süßigkeiten, ja. Dann gibt es aber auch noch einen ganz großen Flohmarkt, da war ich auch. Und dann wollte ich irgendwie eine Armbanduhr kaufen. Und dann habe ich so eine Armbanduhr gekauft, die war aber sehr klein, aber golden. Und dachte mir, krass. Und da stand auch Made in East Germany, also schon alt, dachte ich mir, cooles Ding irgendwie, 5 Euro. Und dann bin ich lange mit der rumgelaufen, bis ich irgendwann sehr viel später gemerkt habe, das ist eine Damenuhr. Weil sie wirklich ganz klein war. Und ich dachte mir, was wäre einfach stylisch, dass sie so klein ist. Aber irgendwie, das war dann sehr unangenehm. Habe ich so lange getragen, bis ich tatsächlich in der Masterclass mal Nils Ruf interviewt habe. Und Nils Ruf, kann man ja von ihm halten, was man will, aber der ist schon schnell im Kopf, muss man schon sagen. Der hat diese Uhr an meiner Hand gesehen, hat gesagt, damit so wirkt, als würde eine Frau einen runterholen. wo ich mir dachte, Alter, seitdem habe ich ihn getragen. Aber das war wirklich so, wo ich dachte, wenn du keine Ahnung von gar nichts hast und einfach mal auf doof kaufst, dann kann schon sein, dass du ein Jahr lang mit einer Dame rumläufst. Was ja an sich nicht schlimm ist, aber ich wusste das nicht. Und alle, die es gesehen haben mussten, dachten sich wahrscheinlich immer so, aber Röcke trägst du noch, oder? Das auf jeden Fall. Ich finde bei Flohmärkten immer, was mich immer nervt, ist, wenn da so Leute hinkommen, die so 27 verschiedene Kleiderstangen haben und denen nicht ihre eigenen pointierten Sachen verkaufen, zu denen sie auch im Zweifel was erzählen können. Oh, das habe ich damals getragen, als ich beim Abiball irgendwie gekotzt habe oder so. Und die dann offensichtlich irgendwie ein Geschäft quasi da aufbauen. Dankeschön. Wisst ihr, was ich meine? Also die einfach so Sachen verkaufen oder tausend eingeschweißte
Fernradiosprechempfänger. So Bootleg des Shirts von Bands oder so. So, oh, ja. Ne? So, das denke ich immer so, ja, das ist für mich nicht mehr Flohmarkt. Das ist dann irgendwie, das ist dann so, was ist das? Das sind wir Vögel oder Ramschmarkt. Das ist für mich dasselbe dann wie eBay, das alte eBay und das, was es dann übernommen hat. Aber soll man. Schöne Parallelen die ganze Zeit. Also ist es denn klüger, wenn du jetzt was verkaufen willst? Weil ich denke mir, einerseits ist es vielleicht gar nicht so klug, so viel zu verkaufen, sondern wie zum Beispiel, wenn du in einem Laden bist, je weniger einzelne Waren die haben, desto wertvoller scheinen diese Waren. Also wenn du in einem Apple Store hast und das steht halt nur nicht ganz beim wenige Flohmarkt. Produkte. Wo du denkst, bei einem Flohmarkt, wenn du einfach nur so einen großen Tisch hast und da sind so vier Sachen, man denkt halt so, krass. Wow. Aber auf der anderen Seite hast du halt auch diesen Grusch-Effekt, dass wenn du halt eine ganze Kiste hast, dann hast du auch Bock, da vielleicht reinzugreifen. Ja. Aber eher wenig oder eher viel? Ey, da muss viel sein. Ich hatte nicht viel damals, es war nur Schrott, aber mit deiner Logik hätte ich richtig rich sein müssen, Mann. Ja. Mit meinen vier kaputten Carrera-Stücken, ey, das war Hammer. Nee, du brauchst viel. Die Leute Aber du stehen bleiben. So einen Sockel, wenn du in so einem Laden, du gehst in so einen Laden und da ist nur ein Sockel mit einem Schuh. Moderne Brillenläden sind genauso. Und dann denkst du dir schon, das muss schon ein geiler Schuh sein. Wenn die wirklich als Laden sagen, es reicht uns ein einziger Punkt. Aber du siehst doch von außen schon diesen einen Schuh und kannst weitergehen. Du bleibst nicht stehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, du denkst dir, was ist das für ein Schuh? Ja, weil, ja kann sein. Schuh, dass die sich so aber sicher sind, dass der alleine das ganze Geschäftsmodell. Ja. Aber neben dem Schuh ist dann vielleicht sogar noch irgendwie ein schöner Plattenstapel und daneben. Daneben hast du noch ein Waffeleisen oder so. Ja, ich finde die Idee aber gut. Ja, also diese künstliche Verknappung aufs Maximum getrieben. Ich finde das auch wenn, und die Leute sind ja, die Psychologie dahinter ist ja tatsächlich, okay, wenn der Typ den kompletten Stand aufbaut und hierher kommt mit einem Selbstbewusstsein, dass sich all dieser Aufwand lohnt, wenn er nur diesen einen Schuh verkauft und da ist nichts, steht nur dieser Darmschuh und er sitzt da voller Selbstbewusstsein. Ja, ich weiß. Ne? Ja. Und was kostet der? 4 Euro. Und dann, wenn er verkauft ist, packt er einen Teil oben drauf. Das ist eine Frage der Präsentation. Du hast so einen Tisch, wo halt so vier Samtkissen sind oder so. Du hast so einen Wagen hinter dir, der halt randvoll ist mit Müll, so. Und das ist so völlig random, alle Dinge aus deinem Müllhaufen, so. Die aber nicht aussehen wie Müll, weil du denen ja so selber voll die Bedeutung gibst oder voll den Wert gibst oder so. Dann werden die verkauft, dann gehst du wieder zu deinem Auto, krabbelst kurz in deiner Müllkiste, irgendwas anderes. Sprichst du vom Bäckerzell? Ja, ich wollte ganz ehrlich. Aber so hätten wir es auch machen müssen. Bäckerzell hatten wir einfach wahnsinnig viel Zeug. Ja. Das brauchst du doch, oder nicht? Diesen Film. Weißt du nicht mehr? Das brauchst du doch. Ja, nee. Okay. Ich habe oft den Leuten einfach was in die Hand gegeben. In der Spekulation, dass sie es nicht weglegen und dann bis zur Kasse einfach dann noch haben. Einfach. Das war meine Strategie. Aber Psychologie macht echt viel aus. Also ich habe mal gehört, wenn du die Krabbe, es gibt die Winkelkrabbe. Kennst du die Winkelkrabbe aus der Tierwelt? Die macht die ganze Zeit so. Und damit lockt sie ihre Weibchen an. Ich bin mir sehr sicher. Und google das. Und das wird in der Verkaufswelt auch genutzt, diese Technik. Also Verkäufer, der wirklich die ganze Zeit Kontakt ist, super unangenehm, mach das mal, testet das. Ich muss das machen. Das ist richtig unangenehm, Leute anzugucken, sagen, hier, komm mal her. Und dann kommen die auch. Das funktioniert. Das ist völlig verrückt. Ja, aber dann sagen die, ja, was denn? Nichts. Ja, und dann bist du im Gespräch. Und dann, genau, und dann sagst du denen was. Das ist kein Gespräch. Kauf was. Doch, nein, da musst du natürlich deine Skills auspacken. So. Das ist ja klar. Ja. Das ist logisch. Aber da hast du mal... Können Sie mal... Trust the Winkelkrabbe. Ohne Scheiß. Ja. Winkelkrabbe for the win. Ja, ich kann mir das auch vorstellen. Ja. Und dann sagst du... Ey, ich hab dich gerade gesehen, ich hab mir gedacht, du bist doch bestimmt ein Typ. Ja, that's the point. Ich hab genau das Richtige, guck mal hier, das ist so ein Sack, oder nicht? Oder so. Ey, genau so ist es. Altes halbes Jojo. Ja, dieses alte halbe Jojo, sieht aus wie jemand, der eine andere Hälfte Für die Uni, wo ich studiert habe, da bin ich in einem Messeteam gewesen, da hatten wir auch so ein Verkaufstraining, da musste ich auf die Messen fahren, wo halt Schulabgänger hingegangen sind, um sich zu informieren, was sie nach der Schule machen mussten. Und genau da lief es so, da hast du zwar dieses Zielpublikum schon gehabt, also Leute, die einen Job suchen oder die irgendwas mit ihrer Zukunft anfangen wollen, aber du hast die dann so angewunken und dann sind sie gekommen. Also es ist wirklich so. Ich hatte mit Abstand die meisten Adressen. Aber ich finde das schon sehr lustig. So ein Pfau mit seinem riesigen Federkleid, wunderschöne Farben, prächtig schimmernd. Irgendwie so eine Kröte mit so Pheromonstoffen und dann so eine Krabbe, die... Komm. Ja. Das ist meine Strategie. Mann, die Natur... Die Natur muss die Evolution sein, Mann. Die gibt's immer noch, oder? Ja, die Evolution anscheinend ihm recht gegeben hat. Ja, absolut. Du musst doch mal einfach leicht denken. So, fuck deine Yogi-Oka. Ich hab Murmeln, so. Da hat auch Spaß. Das so. Aber gibt's dann auch so Flohmärkten, dann so Leute, die in Teams anreisen, die dann immer dann, wenn jemand dann was anschaut, irgendwie so eine alte Taschendiebstahl Scooby-Doo-T-Shirt, die dann so
Einerseits das oder halt so mit Krankheiten infizieren, je nachdem. Oder dann sagen so, oh, das T-Shirt, ey, kaufst du das oder kann ich das haben? So, die dann so oh, das ist frech. Aufmerksamkeit erzeugen. Oh, das ist frech. Ist ja fast wie beim eBay, ist ja eigentlich eBay hochbieten in analog. Aber musst du ja mal beobachten, ob es dann bei deinem Flohmarkt dann so Leute gibt, die immer dann so rumkreisen und immer, wenn jemand was nimmt, dann so auch sofort. Das ist aber, das ist und dann die verhaften lassen. Ja, ja, genau. Ja. Das ist gut. Das ist sehr gut. Polizei rufen. Können wir mal so ein Team sein? Ich hatte mal genau das Gegenteil bei Kleinanzeigen, wo ich mir so eine Funktastatur gekauft hatte und wollte die abholen. Das war, als ich in Lübeck gewohnt habe. Bin da hingefahren, hab da geklingelt und ich wusste nicht, welcher Stock das war. Und ich gehe in den Flur rein, guck mich so um so, merke, wie oben so eine Tür aufgeht und dann so, hallo? Da steht so ein fettes Schwein auf dem Flur. Was? Was? Der aufgemacht hat. Und ich wusste, dass ich mal den Kleinanzeigen bin, weil das jemand anders in dem Haushalt war. Nein. So, ja, hallo. Und so, dann habe ich das so gehört. So, ja, nee, kommt für den Kleinanzeigen. So, das war so mega unangenehm. Weil der Typ, der mir aufgemacht hat, ey, so rumgepöbelt hat in die Wohnung rein. So, da, boah, steht, ist das da steht ein fettes Schwein auf dem Flur. Dann gehst du in die Wohnung so, hallo, ich kaufe mal irgendwas. Oh, ist das schäbig. Mutter, komm hoch. Ja. Oh, ist das schäbig. Gott, aber wieso, wo hast du denn da gewohnt, dass du bis nach Lübeck fährst für eine fucking Funk. Ich habe ja in Lübeck gewohnt. Okay, das macht dann Sinn. Ja. Ja. Ach, Lübeck, ey. Kann man auch ein eigenes Almost Daily machen. Da gibt es so viele lustige Geschichten. In Lübeck? Auf jeden Fall. Marzipan, ne? Marzipan, ja, hast du Erfahrung? Ja. Marzipan? Marzipan. Alles ist aus Marzipan, ey. Ja? Die Leute bestellen die was zu essen und dann. Wenn es regnet, Lübeck. Wird Lübeck neu aufgebaut jedes Mal, oder was? Die haben jetzt so eine ganz neue Marketingstrategie, ne? Die machen jetzt so eine Marzipan-Männersache. Was für mich die schlechteste Vermarktung aller Zeiten ist. Marzipanzer. Die haben jetzt irgendwie so, nur für echte Männer. Und dann ist es halt so ein Riegel Marzipan. Und sich so denkt, wahrscheinlich haben die Marktforschung festgestellt, dass Männer vielleicht nicht so viel Marzipan kaufen. Glaubst du? Weil es vielleicht nicht so cool ist oder so. Und das machen sie halt mit so einer super plumpen, mit so Feuer und Schwarz. Man denkt so, Lübecker Marzipan wird beworben mit nur für echte Männer. Also das ist so ein Hut zum Whisky oder so. Das geht ja genau. Aber das ist eh 2018, finde ich, so ein Bullshit auf diesen Geschlechter. Mickey Krause ist dann Testimonial für Marzipan. Ja, aber vor allem für Lübecker Marzipan, was für mich so eine althergebrachte deutsche. Ja. Das genießt man. Und dann das ist so, wie wenn du jetzt Lind cool machen willst oder sowas. Ja. Naja, Lind kannst du anders cool machen. Da machst du halt, Lind macht's cool, indem sie einfach diese Schokoladenmasse zeigt, die mit diesem Rührgerät. Das ist geil, weil das wird gerührt den ganzen Tag. Das funktioniert das auch ohne cool Gender sein. Und ohne coolen. Klingt wie ein NDR-Einspieler mit Donny oder so, wenn in dieser Firma bei diesem Marzipan, hey, fuck, wir gehen pleite irgendwie, ja, wir, was sollen wir machen? So, dann kommt da so ein Typ rein, irgendwie so, ah, wisst ihr was, pass auf, wir machen das jetzt so. Marzipan-Waffen. Und die Besitzer so, okay. Aber ich stelle mir auch gerade so eine völlig falsche Marketingkampagne vor, so wie die Nintendo Switch, wo die an den unmöglichsten Orten auf einmal Nintendo Switch spielen. So, einer joggt am Strand so, Marzipan-Riegel. Das ist auch schwer stark. Ey, Profi-Tipp übrigens, wenn ihr eine Bäckerei habt und ihr wollt Geld sparen, ja? Es gibt auch Persipan, kennt ihr das? Was? Persipan. Ja, bin ich Marzipan. Exakt, Persipan. Marzipan wird ja aus Mandeln hergestellt, gewonnen. Persipan aus Pfirsichkernen. Schmeckt aus Kernen? Pfirsichkernen, wirklich. Und du sparst Unmengen an Geld. Und es schmeckt ähnlich, oder? Schmeckt sehr ähnlich, ja. Also es ist natürlich nicht so hochwertig, aber also Billo-Marzipan. Ich traue jetzt keinem Marzipan. Aber es wird, ja, es ist wirklich sehr ähnlich. Du kennst es doch schon mal gegessen. Auf jeden Fall. Sehr ähnlich. So sehr, sehr ähnlich. Kann man mit einer Bäckerei wirklich ist mumpfiger mehrere Quartale überleben. Ja, also nächstes Mal dann Lübeck und Bäckerei Überlebenstipps beim nächsten Almost Daily. Das war's für den Moment. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Eine erquickende Runde. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Okay.